Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, zwei Tage vor dem Rapid-Spiel am Sonntag um 16.30 Uhr im Allianz-Stadion. Ich darf bei mir begrüßen Cheftrainer Franco Foda und Deni Alar. Ich darf noch was zu Ihrem Merkblatt hinzufügen. Der gesperrte Christian Scheußengeier fehlt bei der Personalsituation. Ein bisschen mehr als 2500 Fans werden uns nach Wien begleiten am Sonntag, werden die Mannschaft schon morgen nach dem Abschlusstraining hier verabschieden, also wer Fotografen vorbeischicken möchte, sehr gerne. Und darf gleich um eure Fragen an die beiden bitten. Aber das Experiment Fünferkette, ist das gelungen aus deiner Sicht? Und wird es das wiedergeben? Spiel am Sonntag. Ja, ich glaube, dass wir in der Defensive 100% die Dinge umgesetzt haben, die wir uns auch im Training erarbeitet haben. Und klar, im Spiel nach vorne, das hat aber nichts mit dem System zu tun. Im Spiel nach vorne waren wir einfach, wir hatten zwar in der ersten Halbzeit ein, zwei gute Situationen. Einmal von Philipp, wenn er besseren finalen Pass spielt auf Danny, der alleine vom Tor stand. Heli ist einmal allein aufs Tor gelaufen, wenn er da besser den Weg kreuzt. Das waren so ein, zwei Situationen, aber insgesamt hätten wir besser nach vorne spielen können, aber das hatte nichts mit dem System zu tun, sondern wir waren einfach ja, im Spielaufbau nicht schnell genug. Wir hatten wenig Passqualität im Spiel nach vorne. Aber insgesamt ist das immer wieder eine Option, ja, dass man auch, wenn der Gegner mal mit zwei klaren Spitzen spielt, dass man dann auch mal mit einer Dreierkette agiert. Mag vielleicht ganz kurz noch zurück, noch einmal zum Altach-Match. Ihr wart dort 1-0 hinten, ein Mann weniger. Die ganze Konkurrenz hat sich schon die Hände gerieben, wahrscheinlich, dass Sturm jetzt die Tabellenführung verliert. Ihr seid aber zurückgekommen und zwar eben mit einem Mann weniger, mit einem wunderschönen Tor in der Nachspielzeit. Was kann das für einen Schub geben, so ein Erlebnis? Und ja, hat man da was gemerkt unter der Woche? Na, die Mannschaft hat auch vor dem Altach-Spiel immer gut trainiert, auch in dieser Woche wieder. Sie sind sehr engagiert bei der Sache, sie sind sehr aufmerksam, sie sind alle sehr lernwillig und mit Begeisterung immer dabei beim Training. Klar, es war wichtig, dass die Mannschaft weiß, dass man immer, wenn man an sich glaubt, egal in welcher Spielsituation, ja, wir hatten ja doch einige zu verkraften, erstmal die gelb-rote Karte, dann durch einen individuellen Fehler sind wir in Rückstand geraten. Und aber auch in Unterzahl hat die Mannschaft dann trotz allem noch versucht, auch das Spiel noch zu biegen und zu drehen. Und es ist uns Gott sei Dank, wurden wir dann für die Arbeit belohnt und ist es uns dann noch gelungen, am Ende kurz vor Schluss dann durch ja ein wunderschönes Tor von Fabian Koch noch den Ausgleich erzielt zu haben. Und klar, das ist immer wichtig, ja, dass man merkt, dass man auch mit einem Mann weniger noch Spiele drehen kann. Und hoffe, dass das der Mannschaft Vertrauen gibt. Immer wichtig, oder ist es gerade vor so einem Match, wie es am Sonntag passiert, vielleicht gerade das Timing extrem wichtig? Also doch ein Schlagerspiel wie immer gegen Rapid, neues Stadion und zum ersten Mal dort über 20.000 Fans. Ist das gerade vom Timing her vielleicht, dass man gezeigt hat, man kann immer wieder zurückschauen? Ja, es wird wichtig sein, dass wir mutig sind, ja, dass wir auch da mutig aktiv sind im Spiel, wenn wir einen Ball haben, dass wir entschlossen nach vorne spielen, dass wir aber auch ja, den Gegner immer wieder versuchen, in gewissen Momenten auch unter Druck zu setzen, ja, dass wir da sind, dass der Gegner auch weiß, dass wir da sind. Und das wird entscheidend sein in so einem Spiel. Wir wissen, dass Rapid Wien, auch wenn sie vielleicht im Moment keine gute Phase haben, haben sie immer nach wie vor riesige Qualität. Ja, sie haben einen sehr, sehr guten Kader. Das haben sie auch schon in dieser Saison das ein oder andere Mal bewiesen. Und nichtsdestotrotz, wir fahren nach Wien und wollen auch da immer versuchen, wieder Punkte mitzunehmen. Wie stark ist Rapid einzuschätzen in der Situation jetzt mit Trainerwechsel und noch kein Trainereffekt? Oder wie gefährlich sind die? Ja, Rapid ist, kann immer gefährlich sein, wenn man sie spielen lässt. Klar, sie haben jetzt in Genk haben sie umgestellt. Ja, sie haben jetzt im Ballbesitz in einem ja, 3-4-1-2 gespielt, gegen den Ball im 5-4-1. Ja, in Salzburg haben sie noch mit Viererkette agiert.
Wir werden auf beide Situationen vorbereitet sein, und aber es ist trotz allem wichtig, wie wir auftreten. Ja, es ist immer wichtig, dass wir immer wieder auch versuchen, unser Spiel durchzubringen, egal gegen wen man spielt. Kannst du was zur Personalsituation sagen noch? Oder ist sonst alles in Ordnung? Ja, Sascha Horvath und Simon Piesinger haben jetzt diese Woche Lauftraining aufgenommen. Also haben schon im Fitnessbereich gearbeitet. Sascha schon etwas länger, macht auch schon Passübungen mit. Und Marvin Potzmann hat sich verletzt. Er ist im Training umgeknickt und weiß nicht, ob er heute trainieren kann. Aber ansonsten sind alle Mann an Bord. Wir haben noch 2 Trainingseinheiten heute und morgen noch. Wir werden auch hier vor Ort trainieren und werden dann nach Wien fahren. Und ja, bin überzeugt, dass wir dann mit dieser Mannschaft am Sonntag gut spielen werden. Zu deiner Ex-Mannschaft zurückzukehren, zum einen in ein neues Stadion und zum anderen, wie fühlt es sich an, wenn es jetzt nicht ganz so rund läuft wie in den ersten 10 Ja, natürlich freue ich mich, dass ich jetzt mal in Wien spiele, im neuen Stadion. Habe ich schon von außen gesehen, hat damals schon super ausgeschaut. Und ja, es ist immer ein besonderes Spiel natürlich, gegen einen Ex-Verein zu spielen. Aber ja, wir fahren natürlich dorthin, dass wir 3 Punkte holen. Wir sind ganz oben und dort wollen wir auch bleiben. Und ja, es ist halt, es gibt halt solche Phasen, dass halt nicht alles so funktioniert wie am Anfang. Das habe ich auch gewusst. Aber wichtig ist, dass ich jetzt nicht aufgebe, sondern einfach weiter hart an mir arbeite und dann kommt wieder alles von selber. Ist bei dir das Tore schießen oder nicht Tore schießen, so wie das Spiegelbild von der Mannschaft? Dass es zwar gut läuft, aber nicht perfekt. Ja, es ist. In letzter Zeit haben wir uns die Spiele weniger Chancen erarbeitet als davor. Und ja, das müssen wir jetzt wieder verbessern, dass wir wieder zu mehr Chancen kommen, und dann werden wir wieder die Tore machen und die Spiele auch gewinnen. Gibt es noch eine Frage? Franco, kannst du gibt man dem Deni dann was auf den Weg mit in so einer Situation vor dem Match, oder verlässt man sich darauf, das ist der Topscorer der Bundesliga, das wird schon wieder, der Knopf geht sowieso wieder auf, oder dann extra anrufen. Also generell ist er alt genug, um mit solchen Situationen umzugehen. Aber Fakt ist auch, er hat bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und es ist halt immer bei den Stürmern so. Ja, sie haben gewisse Phasen, da treffen sie das Tor. Aber es gibt dann auch immer wieder Situationen und auch Phasen in einer Meisterschaft, ja, wo sie dann weniger treffen. Jetzt ist es einfach wichtig, dass er ruhig bleibt, dass er nicht überdreht, nicht unruhig wird, sondern er weiß, der Trainer, der glaubt an ihn, und er wird dann auch wieder die Tore erzielen, die wir benötigen. Was macht Rapid gefährlich? Ja, so angeschlagene Mannschaften können immer gefährlich sein. Ja, und sie spielen zu Hause, gerade zu Hause sind sie immer extrem stark, auch neues Stadion. Und aber auch wir freuen uns einfach darauf. Ja. Es gibt eine volle Hütte. Es gibt es ja nicht so oft, dass man dann auch vor 20.000 Zuschauern spielt. Und da muss man sich einfach drauf freuen. Ja. Da muss man schon mit Begeisterung hinfahren. Da muss man Freude entwickeln und muss einfach auch dieses Spiel dann genießen. Marco, wenn Potzmann jetzt auch noch ausfällt, wird dann Maresic nachrücken, damit, weil es noch, gibt ja sonst kaum mehr Defensivkräfte. Ja, ist richtig. Das Problem ist nur, Dario hat jetzt auch schon 1-2 Monate nicht mehr gespielt, war extrem lange verletzt, trainiert zwar jetzt schon wieder 10 Tage oder 14 Tage mit der Mannschaft, aber hat überhaupt keinen Rhythmus. Das Gleiche betrifft eigentlich auch Scrivi, obwohl er dann im letzten Spiel nochmal bei den Amateuren gespielt hat. Klar, defensiv, im Defensivbereich haben wir jetzt aufgrund der Tatsache, dass dann halt Scheusengeier ausfallen wird, mit einer gelb-roten Karte, falls Pozzi nicht mit dem Kader sein kann, dann haben wir klar im Defensivverbund schon Probleme, da darf nicht mehr viel passieren. Aber auch da werden wir dann Lösungen finden, um dann präsent zu sein. Wird Martin Ehrenreich mit?
Nein, also Martin hat jetzt auch bei uns Amateurraten zwischendrin auch schon mal Pause, trainieren zwar jetzt wieder, aber es ist immer schwierig, wenn dann ein Spieler dann eigentlich nie mit uns trainiert und unsere Laufwege, Automatismen auch nicht kennt in der Offensive und auch in der Defensive vor allen Dingen. Aber nochmals, wir haben dann auch schon noch Möglichkeiten, innerhalb des Kaders dann gewisse Veränderungen vorzunehmen. Kann aber sein, dass er trotzdem mitfährt, als Büroangestellter. Gibt es noch eine Frage? Die Fanverabschiedung morgen, wie cool oder wie geht man damit um, wenn man die Fans auf einmal darstellen und einen Anfang, man merkt, das klingt dann einfach vor dem Match bei Rapid, wie ist das für die Spieler? Ja, natürlich ist das was Besonderes, wenn die Fans uns da verabschieden, das wird ja nochmal eine kleine Emotion freigeben fürs Match und ja, aber nichtsdestotrotz, wir fahren nach Wien, um 3 Punkte zu holen und natürlich ist die Unterstützung von den Fans sehr wichtig. Ja, super, super Sache von unseren Fans und man merkt einfach, dass dann halt Spiele Rapid gegen Sturm schon was Besonderes sind. Ja, spielen extreme, viele Emotionen immer eine Rolle, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die eigentlich immer die Idee haben, auch nach vorne zu spielen. Und ist auch immer eine gewisse Brisanz dabei. Klar, in diesem Jahr ist es anders. Normal sind wir immer hinter Rapid in der Tabelle. Und ja, es ist ein besonderes Spiel und das spürt man auch. Und insofern ist es auch eine tolle Angelegenheit, dass dann auch die Fans morgen nochmal zu uns kommen und dann auch die Mannschaft Richtung Wien verabschieden. Musst du dann vielleicht den einen oder anderen Spieler dann ein bisschen zügeln und der Emotion, dass das Spiel nicht zu Nein, vorm Spiel ist immer wichtig, dass auch die Spieler eine gewisse Anspannung haben, vielleicht auch eine gewisse Nervosität, weil das kann Leistung erzeugen. Und gerade auch in so Spiele, ja, wir wollen ja eine Mannschaft haben, die ja mit Leidenschaft spielt, die auch auf dem Platz Emotionen zeigt. Klar muss man dann immer wieder in gewissen Situationen auch alles im Griff behalten. Ja, man darf sich nicht provozieren lassen. Man hat es ja auch im letzten Spiel dann gesehen, im Meisterschaftsspiel Salzburg gegen Rapid, wozu das dann führen kann. Ja, also man muss sich da auch immer unter Kontrolle haben. Aber ich glaube, das hat unsere Mannschaft. Ja, sie verfolgt den Plan eigentlich im Spiel immer über 90 Minuten und lässt sich auch also bis jetzt eigentlich wenig aus der Ruhe bringen. Und das ist auch wichtig, ja, weil wir können uns keine gelben Karten oder rote Karten erlauben, sondern es ist immer wichtig, dass man da im Spiel klaren, kühlen Kopf bewahrt. Und die eine andere rote Karte relativ früh hat sich gegen Rapid schon gewinnen. Ja, aber das hatte weniger mit Emotionen zu tun. Ich hoffe auch, dass der Schiedsrichter, der dann pfeifen wird, wir wurden ja gerade auch in den letzten Spielen nicht gerade bevorteilt bei den Schiedsrichterentscheidungen, dass wir da auch einen Schiedsrichter haben, der ein fehlerfreies Spiel pfeift. Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann danke ich fürs Kommen und alles Gute am Sonntag.